Antike Gefahr. Ach, hier ist auch antike Gefahr. Wir haben diesmal zweimal antike Gefahr. Das finde ich ja super. Da ist antike Gefahr und da hinten ist auch antike Gefahr. Na gut, das ist weit genug weg. Oh, da sind Biber. Ja, die haben viele Biber. Pass mal auf. Hygiene. Das stellen wir mal dahin. Oh, er hat es geschafft, das Ding hier zu bauen. Das ist super. Dann kannst du da... üppige vegetarische Mahlzeiten kochen, bis du 30 hast. Und da oben kannst du die normalen machen. Ja, ich weiß, dass ein Brunnen benötigt. Das ist mir bewusst. Ein Brunnen. Eine elektrische Pumpe. Ja, das habe ich schon mal versucht. Das ist eher eine schlechte Idee. Jetzt müssen wir mal gucken, wo meine... man am intelligentesten den Brunnen platziert. Hier, oh, hier oben wäre gut. Oder hier mittendrin. Oder sehr weit hier hinten. Wie sieht denn das hier drüben aus? Da ist auch Wasser. Okay, ich baue den mal da. Mal gucken, ob das was wird. Ja, ja, ich brauche einen Wasserspeicher. Das weiß ich auch, Leute. Ich bin nicht doof. Das wird schon wieder überfallen. Jetzt kommen sie schon zu zweit. Ja, wir laufen mal da runter. Naja, die lassen sich diesmal nicht so viel Zeit. Oh, er ist schon gestunt. Für den Moment. Jetzt ist er tot. Oh, er würde gerne warten, oder? Also er will schon fliehen. Den kann sie nicht entkleiden, weil da ist, der ist nackt offensichtlich. Hm. Ah, der macht da oben schon was. Ah, der baut das Brunnending. Hengst, ja, ja, der lass den Hengst mal freilaufen. Lass den Hengst mal laufen. Die Stromgeschichte wird nicht besser. Automatisches Entfernen. Automatisches Entfernen. Ich suche gerade die Ecke, wo das Teil hin sollte. Das wäre da. Oder da oben war eins und da war eins. Okay. Ich mach Strom. Und zwar hier. Oh. Gut. Quest verfügbar. Sensor Mechaniten bei Tomboy. Der hat auch wirklich alles, ne? Der kriegt wirklich jeden Bums ab, der Kollege. Artefaktjagd. Du hast erfahren, dass eine Reliquie von der Ideologie Weg vom Buddha in der Nähe ist. Das Reliquie namens Chelicht ist ein uralter Gegenstand, der von allen Anhängern der Ideologie Weg von Buddha verehrt wird. Wenn du es schaffst, die Reliquie zu bergen, kannst du einen großen Reliquienschrein bauen, der die Anhänger dieser Ideologie glücklich macht. Reiche Pilger anlockt und mehr Menschen für diese Ideologie begeistert. Zuerst musst du die finden. Achte auf Möglichkeiten, Informationen über sie zu sammeln. Alles klar. Warte mal, da waren doch noch mehr Quests. Was ist denn das? Ah, da sind die ganzen Lager, die da so am Start sind. Ah, er baut jetzt die Brücke mit dem Brunnen drauf, hoffe ich. Und dann braucht man natürlich noch, ist ja klar, einen Wasserturm. Den stellen wir einfach mal hier hinten hin.
dann verbinden wir das. Und dann brauchen wir noch was für einen Strom. Und zwar habe ich jetzt Schusswaffen erforscht. Ich weiß gar nicht, was brauche ich für die Schutzrüstung? Ah, Plattenrüstung, ja, das ergibt Sinn. Wir werden erstmal die Rückstoßlader erforschen. Und dann werden wir, nein, wir werden dann die Stromsache machen. Und das machen wir so. Und dann müssen wir vermutlich noch die Wassersache machen. Hygiene, die Rohrleitung. So, das läuft nach da. Und nach da. Das kann weg. Und dann hoffe ich, dass das so passt. Ah, das Ding ist fertig. Es muss nur noch die Stromleitung verbunden werden. Du bist doch gerade... Du hast doch gerade Zeit, ne? Ob du Zeit hast, weiß ich nicht. Ist mir aber auch egal. Jetzt wird hier erstmal was gereinigt, Junge. Waffenhändler vom Buddha. Bund der Dineron. Alles klar. Den... Kommt der oder muss ich den anfunken? Ne, der kommt. Alles klar. Da oben ist er. Dem kann ich irgendwas erzählen gleich. Mal gucken, was mir... Also dem kann ich erstmal hoffentlich das Bio-Teil verkaufen. Das, was mein Lager da so... sinnlos handeln, bitte. Ich habe das Gefühl, das kann ich nicht mal verkaufen, das Ding. Aber du kannst die ganzen schlechten Skulpturen verkaufen. Das kannst du machen. Das wäre ein Traum. Die Molotow-Cocktails kannst du auch haben. Aber wieder das Bio-Teil kann ich nicht verkaufen. Das ist ein bisschen krass. Ich könnte den Techplan-Sprungrucksäcke kaufen. Weiß ich nicht, ob ich davon was hab. Wir hätten da Medizin im Angebot. Die könnte man kaufen. Aber ich bleib erstmal dabei, meine Sachen hier zu verkaufen. Wenn ich so sehe, dass ich habe nicht so viel Kohlen. Das ist... Ich habe nicht so viel Kohlen. Das ist nicht so schön. Wir brauchen noch ein Möbelstück. Und zwar muss da eine Lampe dran. Ah, die haben das immer noch nicht fertig. Ach, Leute. Das ist aber auch... Ihr seid auch teilweise echt lahmarsch. Ich. Unglaublich. So, alternativ wäre natürlich jetzt die Möglichkeit. Wir könnten... Ich würde gerne ein Waffenlager bauen. Ich weiß noch nicht... Wasserspeicher. Ja, warte mal, da ist doch alles. Ach so, die müssen ja erstmal die ganzen Leitungen dafür bauen. Jetzt haben sie da erstmal die Stromleitung gemacht. Das ist schon mal ein echter Ansatz. Dann wird danach ja jetzt das dran sein. Ne? Ja, Grunt macht schon mal, bringt schon mal Stahl hin. Da ist der Stahl noch nicht mal fertig abgebaut. Und hier können wir auch wieder Stahl abbauen. Das nächste, was dann kommt, sind die... Pass mal auf, kannst du den vielleicht... Warum kannst du den nicht begraben? Achso, weil der... Beerdigen, naja. Weg mit ihm. Was jetzt? Da kommt ein Rudel Karnickel. Ah, wir laufen mal hier oben hin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Rudel Karnickel schon da hinkommen wird. Prima. Das Rudel Karnickel ist auch abgeschossen worden.
sie kocht wieder vegetarische Supermahlzeiten. Er forscht. Hier werden hoffentlich Rohrleitungen gezimmert. Er hat auf jeden Fall schon mal das Stück Brücke gebaut. Es ist alles fantastisch. Es läuft sehr hervorragend, was das angeht. Du hast ein Jägerlager. Ja, das ist auch toll. Wir haben kaputte Kleidung. Das ist immer noch der Mundschutz. Ich weiß es. Ich habe ja versucht, das mit Masken. Aber offensichtlich will keiner eine Maske. Aber vielleicht, wenn ich sie ihr einfach anzwinge, vielleicht wird es dann was. Ah, das Problem an der Maske ist, dann hat sie ihren Hut nicht auf. Ah, okay. Alles klar. Ich hab's verstanden. Maske ist schlecht für den Hut. Ich hab das Prinzip verstanden. Maske ist schlecht für den Hut. Wir brauchen mehr. Ich brauche mehr Lampen. Ich brauche mehr Lampen. Oh, jetzt. Oh ne, so haben sie doch überlegt, das nicht zu schlachten. Wie sieht es jetzt hier aus? Ah, da fehlt immer noch das Stück Zeug hier. Oh. Unglaublich. Er hat hier nochmal normales gebaut. Das können wir montieren. Das können wir in den Raum bringen. Ah, der hat ja den Sensormechaniten, irgendwie sowas. Kommt denn jetzt da, wer der da... Oh, meine Güte, der hat jetzt einen Teil hingetragen. Was soll das? Ich bin nicht begeistert. So, jetzt dürfte das wohl funktionieren, ne? Ja, es fühlt sich, alles klar. Das ist gut. Das bedeutet nämlich, dass wir gleich diese ganze Verbrennungssache da wegmachen können, wobei das für den Biosprit nicht so gut ist, aber da werden wir dann eine Alternative für finden, bestimmt. Das war sowieso ein bisschen zu einfach. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass die üppigen vegetarischen Mahlzeiten auf Dauer eventuell ein kleines bisschen problematisch werden könnten. Was hat ein Grunt für Probleme? Der hat den Mundschutz auf. Okay, ich muss mir Mundschutz herstellen. Bau mal. Nein, Schleier sollst du keinen bauen. Du sollst einen Mundschutz bauen, den ich nicht finde. Na, da. Mach halt 5. 6. So. Wir werden mal abwarten, was das Ernten hier angeht. Da hinten hat sie noch nicht mal fertig. Ah. Was machen die da? Können die was? Nee. Die jampeln nur hier rum. Okay. Was wird denn gerade erforscht? Ah, ich glaube, dass mit den... Es wird weiter was mit Waffen erforscht, ne? Pass mal auf, der nächste Arbeitsschritt ist Produktion. Der Steinmetztisch, den stellen wir dahin und dann kopieren wir einen Stuhl. Dann kann er nämlich anstatt Kunst weiter diese Steinmetzsache machen. Dann können wir irgendwann anfangen, hoffentlich Steinwände zu bauen. Was macht ihr da eigentlich? Ah, ihr baut immer noch Stahl ab. Was? Das ist abgefahren, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Aber wann erzählt er denn, dass das voll ist? Abwasser brauchen wir dann auch, ne?
Der Abwasserauslass kommt dahin. Und zum Abwasserauslass muss auch eine Rohrleitung. Weil wenn ich gleich Klos baue, dann wird die Sache durchaus dazu führen, dass die erzählen, dass da kein Abwasser ist. Okay, okay, okay. Der Steinmetztisch steht. Ja, du kannst Aufgabe hinzufügen, beliebige Steinblöcke für immer. Ist mir egal. Ich muss mal gerade gucken, ob zu was das dann zählt. Ich glaube zu Handwerk, ne? Zomboy macht kein Handwerk. Ich finde, dass du schon Handwerk machen solltest. Das ist ja nicht Schneidern, das ist nicht Schmieden. Das kriegst du schon hin, das lernst du schon. Oh, wir haben keine Bauteile mehr, sehe ich gerade. Oder ich sag mal nicht mehr so viel. Aber hier ist ja noch, guck mal, da. Da. Alleine hier in dem Ding sind schon mal 3 Löcher mit Bauteilen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Was mich noch interessieren würde, wie ich das mit dem Angeln, wie das geht. Aber da habe ich noch nicht rausgefunden, wie. Ist das hier Plaststahl? Nee, Marmor. Okay, das Ding ist voll. Jetzt wird erstmal hier der. Jetzt wird wahrscheinlich erstmal der Streifen gebaut, ne? Also der. Ja, der. Das Rohr, die Rohrleitung. Es kann natürlich auch sein, dass sie gleich abbauen gehen. Ich weiß es nicht. Ich werde das ja rausfinden. Der Mundschutz ist hergestellt. Okay, dann könnt ihr jetzt die kaputte Kleidung entfernen. Atomboy macht jetzt Steinbrocken. Okay, das legt er jetzt da ins Lager. Das ist okay. Irgendwer hat seinen Damenhut abgesetzt. Ah, das war Tomboy. Hat jetzt einen Helm auf. Oder eine Mütze, ich weiß es nicht. Wie weit seid ihr denn? Noch nicht so weit. Der Gasdrucklader sind auch fertig. Okay. Jetzt müssten wir Mikroelektronik erforschen. Das machen wir auch direkt. Mikroelektronik schaltet Dinge frei, die du nicht bauen kannst, weil sie Glaubensgrundlagen erfordern, an die... keiner deiner Leute glaubt. Ja, okay. Was soll ich jetzt machen? Er muss es ja trotzdem erforschen. Ändert ja nichts. Daran. Sonst ist ja schlecht. Gut, da ist gleich der Streifen. Nein, noch nicht fertig. Ich hatte Hoffnung. Dass wir das mit dem Abwasser dann auch mal fertig haben. Ah, ich glaube, Täter macht es jetzt fertig. Jawohl. Täter hat das Abwasserproblem gelöst. Jetzt gehen sie wahrscheinlich dann irgendwann Bauteile abbauen. Wunderbar. Täter hat schon fertig. Er hat schon keine Lust mehr. Vielleicht kriegt Grant ja hin, das zumindest fertig zu machen. Dann kann er es ja mitnehmen. Dann haben wir zumindest wieder ein paar. Ich markiere ihn schon mal, damit er das macht. Das kannst du schon mal priorisieren, das Wegtragen. Wunderbar. Ist ganz traumhaft. Dann werden wir den Befehl erteilen, das zu machen und das. Und ich habe noch weitere Befehle. Und zwar macht er das. Okay, war super. Musste gerade in dem Moment musstest du laden, das war wichtig. So. Oh, das Schlafgemach ist wieder unwürdig. Warum? Was hast du diesmal für Probleme? Was ist unwürdig? Was schlief in der Kälte? Ach du Scheiße. Hm.
dann müssen wir jetzt noch so ein Ding da reinstellen. Das kriegt erstmal sie. Ich muss dann erstmal Bauteile besorgen. Und theoretisch auch Hightech-Bauteile.